Und hallo und willkommen zurück zu The Last Stream. Wir sind immer noch hier in dem, ich weiß gar nicht, in der Garage. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen können. Wir brauchen destilliertes Wasser, haben wir. Wir brauchen aber eigentlich noch das Alkalimittel. Da konnten wir nichts machen, wahrscheinlich tot. Da konnten wir jetzt rein. Solange es hier so dunkel ist, werde ich hier nichts finden. Das heißt, wir brauchen Licht. Licht. Um irgendwas mit Licht zu machen. Wir haben hier noch die Kettensäge, mit der ich noch nicht genau weiß, was wir dort anfangen sollen. Ohne Kette ist hier nutzlos, wir brauchen also eine Kette. Können wir die Lampe mitnehmen? Nee, können wir nicht. Was können wir denn hier machen? Das ist ein bisschen kniffliger, muss ich zugeben, als die anderen Wimmelspiele, die ich sonst gespielt habe von Artifex Mundi. Das ist ein bisschen anders. Hier muss man tatsächlich ein bisschen grübeln. Hier fehlt der Code. Vielleicht sind diese Zahlen ein Code, aber ich kenne die Reihenfolge nicht. Ich muss weitersuchen. Wir müssen auf jeden Fall noch die Zahlenkombination finden. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Die Frage ist natürlich, wo? Da waren wir drinne. Da waren wir drin. Ne, da waren wir drinne. Hier waren wir drinne. Aber hier war nichts mehr, ne? Oder war hier noch was? Habe ich noch was übersehen? Ich bin mir nicht sicher. Die Reifen konnten wir wegpacken. Da haben wir noch was gefunden, aber da war sonst nichts mehr. Ich hoffe hier immer, ob ich was klicken kann oder versuche noch ein bisschen was zu drücken. Ich hoffe, dass ich was finde, aber hier war, glaube ich, nichts mehr, ne? Hier kann man doch reingehen, aber ich glaube, hier haben wir alles abgegrast. Die Hubleiter geht auch nicht. Zange? Nee. Okay, hier sind noch Zahlen drauf. Dieselben Zahlen wie auf der Safe-Tür. Jetzt kann ich den Code knacken. Ich kann nicht den ganzen Baum beiseite schaffen. Da brauchen wir die Kettensäge für. Alles klar. Das heißt, wissen wir schon mal den Code. Können wir jetzt knacken? Können wir den Code knacken? Ah, jetzt hat sich das geändert. Okay, was haben wir denn hier? 8, 13, 18, 24, 24, 39. Was haben wir denn? 8 auf 13 sind 5. Von 13 auf 18 sind 5. Von 18 auf 24 sind 6. Okay. Und von 24 auf 39 sind 15. Was kommt also dahin? Was haben wir hier? Das ist immer gleich geblieben. Hier ändert sich aber. 15. Das waren 6. Das sind 15. Kommt dann hier 16 hin? Dann wäre das 45. Das macht aber keinen Sinn. Müssen wir denn jetzt drehen? Nee, warte, was? Das funktioniert so nicht. Können wir hier nochmal rausgehen gerade, bitte? Ich möchte gerne nochmal rausgehen. Ich komme hier nicht mehr raus, oder was? Kann ich? Nee, kann ich nicht. Okay. Finde die Reihenfolge heraus und gib den Code ein. Drehe nach rechts, um die erste Zahl anzugeben. Drehe nach links, um die zweite Zahl einzugeben. Okay, erste Zahl nach rechts, zweite Zahl nach links. Frage ist, welche Reihenfolge? Kann ich jetzt hier irgendwie... Ich will jetzt hier... Kann ich... Ach, das geht, setzt sich wieder zurück, ja? Ich würde das gerne zurücksetzen. Darauf zurück, ich bin doch doof. Okay. Nochmal. Finde die Reihenfolge aus und gib den Code ein. Drehe nach rechts, um die erste Zahl einzugeben. Drehe nach links, um die zweite Zahl einzugeben. Die Reihenfolge. Gute Frage. Nach rechts für die erste Zahl, ne? Rechts für die erste Zahl. Die erste Zahl ist aber eine gerade Zahl. In 10er Schritten. Wenn ich das 16 machen würde, wäre ich bei 55, ne? Das will ich noch von 8 auf 13 sind 5. Von 13 auf 18 sind auch 5. Das wäre immer in 5er Schritten, aber das raffe ich hier nicht ganz. Wenn das hier in gleichen Schritten wäre, das in gleichen Schritten, dann hätten wir 24 auf 39 sind 15 und von 39 15 weiter, sind wir bei 54. 54 nach rechts, die erste Zahl. Geht in 10er Schritten.
Okay, die geht in 10er Schritten. Die erste Zahl. Wie mache ich denn das dann? Die müsste ich in 10er Schritten machen? Warte mal, gab es da draußen noch andere Zahlen? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, das ist der gleiche Code hier. Das ist so, wie es sein soll hier. Da ist ein Fragezeichen drauf. Merkwürdig. Okay. Hier war auch nichts mehr, ne? Nee. Die erste Zahl muss eine gerade Zahl sein, eigentlich. Von, warte mal. Das ist das Dreifache. Das Dreifache. Das Dreifache wären 30. 3 mal 8 sind 24 und 54. Interessant. Okay, aber wir haben eine gerade Zahl. Was wäre denn die gerade Zahl hier? Die erste Zahl geht nach rechts. Die Frage ist, was kommt hier hin? Das geht nicht auf. Finde die Reihenfolge raus und gib den Code ein. Drehe nach rechts, um die erste Zahl einzugeben. Drehe nach links, um die zweite Zahl einzugeben. Gehen wir mal auf 50 aus Jux und Dollerei mal. So. Jetzt müssen wir. Ach so. Ach du Scheiße, du kannst es nicht korrigieren, oder was? Das wäre jetzt nicht so toll. Die erste Ziffer, nicht die erste Zahl. Finde die Reihenfolge raus und gib den Code ein. Drehe nach rechts, um die erste Zahl einzugeben. Drehe nach links, um die zweite Zahl einzugeben. Das heißt, wir hätten die Reihenfolge hier so rum. Ist das korrekt? Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine 0. Das müsste auf eine 8. Kommt das hin? Ich bin mir nicht sicher. Okay, dann. Die 18 haben wir hier. Ich raff dieses Drehsystem gerade nicht. Tja, wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen hier eigentlich nach rechts drehen. Auf 0, dann auf 8, oder nicht? Aber wenn ich jetzt wieder andersrum drehe, geht es ja wieder nach Dingens. Hier, dann geht es auf 18. Machen wir 18, dann drehen wir andersrum. 13. Ha, jetzt können wir aber nicht wechseln. 24. Neununddreißig. Das haut doch nicht hin, oder? 54. Nee, so funktioniert. Okay, wir haben es hingekriegt. Hier vor, da ist die Kette. Wir waren in einer Wüste in der Rub al-Khali, einem der größten von Sand bedeckten. Okay, Wüsten. Gute Sammler. Okay, wir haben es hingekriegt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir das hinkriegen. Ich war schon sehr skeptisch. Gehen wir in die Kettensäge. Jetzt können wir hier auf jeden Fall die Äste wegschneiden. Okay, jetzt kommen wir in die Garage rein. Gehört das echt alles uns, die ganzen Garagen hier? Da ist eine Uhrzeit. Ist die wichtig? Da kommt was rein. Hier muss ein spezielles Bedingung eingesetzt werden, okay. Die Uhr gibt uns die Zeit an. Da ist noch ein Hinweisbild. Eine Vertiefung für etwas, okay. Hier muss wohl etwas gelötet werden, okay. Wir müssen also ein bisschen was werkeln. Ein paar Bewegungen mit einer Feile und schon fertig.
Die Pfeile, da fehlt der Griff. Schublade können wir nicht aufmachen. Da ist noch ein Teil. Was müssen wir denn noch alles finden hier? Das Teil. Die Pfeile ist hier. Okay, wir müssen erst alle Teile finden. Das Teil, das Teil. Dann, was haben wir denn noch? Noch ein roter Stift. Ist das hier? Nein, das ist ein Schraubendreher. Okay. Hier ist noch eine Uhrzeit oder was, ne? Oder irgendwelche Zahlen. Hier ist noch ein Teil, das brauchen wir. Die Lautsprecher brauchen wir. Das Teil brauchen wir nicht. Das für die Vertiefung. Da ist noch ein Teil für die Vertiefung. Das kommt noch hier rein. Noch mehr grüne Teile. Das hier. Das Gehäuse erinnert mich an ein altes Radio. Hier, okay. Uns fehlt noch ein rotes Teil. Ich weiß allerdings nicht, wo das ist. Wo haben wir denn... da können wir noch was aufmachen. Da können wir auch noch was aufmachen. Okay, wir haben noch Teile gefunden. Das Teil brauchen wir noch. Okay, wir haben einen Teil gefunden. Das Radio können wir hier einsetzen. Okay, es ist runtergefallen. Jetzt brauchen wir noch ein weißes Kabel. Ist hier noch ein weißes Kabel? Sieht nicht so aus, ne? Die Flasche brauchen wir allerdings nicht. Das Teil brauchen wir dafür. Das hier? Ist kein Teil, okay. Wir brauchen noch ein Teil hier, Ballerina-mäßig oder sowas, ne? Ein weißes Kabel sehe ich jetzt hier aber auch gerade nicht. Und ein rotes Teil finde ich jetzt auch gerade nicht mehr. Hm, jetzt hängen wir hier schon wieder. Hier ist ein Kabel, aber es hilft mir nicht weiter. Schublade kann ich nicht aufmachen, ne? Eine Vertiefung für etwas. Frage ist, für was? Da war noch ein Knopf, den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, ich habe nur gedacht, was weiß ich hier? Mit der Pfeile können wir was machen, da fehlt aber der Griff noch. Wir brauchen den roten Griff. Da fehlt noch ein Teil. Irgendwo ist hier noch was. Und ich sehe es wieder nicht. Es ist wahrscheinlich wieder direkt vor meiner Nase. Und ich weiß nicht, wo es ist. Hm. Das ist kein Griff, ne? Nee. Ein roter Griff. Das Teil brauchen wir noch. Ist das hier irgendwo in der Nähe? Irgendwo muss das doch noch sein. Hm. Das konnten wir auch aufmachen. Okay. Ah, nee, das ist aufgegangen hier durch das Radio. Da ist kein Teil. Nee, das sieht aus, als wenn da was. Dieses Teil. Müssen wir das vielleicht feilen? Kann das sein? Könnte ich mir gut vorstellen. Das heißt, das weiße Kabel müssten wir finden. Das weiße Kabel sehe ich aber auch gerade nicht. Das ist schlecht. Ein weißes Kabel. Ist hier nicht. Das Ballerina-Ding ist grün. Wir haben aber auch nichts Grünes mehr. Jetzt sitze ich hier echt auf dem Trocknen. Hier ist nichts mehr? Nee, ne? Da komme ich weiter. Hier ist... Das sieht aus, als können wir was rausnehmen. Da war eine Uhrzeit. Das ging auf wegen der Frequenz wahrscheinlich. Tja, jetzt bin ich überfragt. Jetzt klicke ich hier gerade wie wild rum. Was ich hier noch finden könnte? Was muss ich denn hier noch finden? Ein weißes Kabel. Schubladen kriege ich hier nicht auf. Schrank ist halb offen, aber kann ich nichts machen. Die Uhr hatten wir schon aufgemacht. Hier war sonst nichts mehr. Nee. Hier muss was gelötet werden. Wo haben wir denn die Löt? Da ist das Kabel, ganz hinten. Ich gucke auch wieder nicht in die hinterste Ecke. Lötkolben, hier löten. Okay. Jetzt haben wir das Teil, jetzt können wir hier feilen, alles klar. Ich muss echt bis in die hinterste Ecke gucken. Jetzt haben wir das Teil, was wir da brauchen. Das können wir jetzt da hinten einsetzen. Und da ist das Teil, was wir brauchen. Jetzt können wir die Ballerina noch irgendwo einsetzen. Wo kommt denn die Ballerina hin? Das haben wir, das haben wir. Wo muss die Ballerina denn hin? Habe ich irgendwas verpasst? Oder nehmen wir die mit? Irgendwas müssen wir noch mitmachen. Ah, da, die Ballerina kommt dahin. Alkali, das können wir weiterhelfen. Alles klar. Jetzt können wir das miteinander mischen. Und jetzt haben wir hier Wasser für die Batterie. Alles klar.
zumachen. Okay, jetzt kann der Strom fließen. Jetzt können wir hier Licht machen. Okay. The barrier was still here. The door was blocking my way, at the same time attracting me to its light, like a moth. It was obvious that no ordinary key was needed. I was so tired, and my inner voice begged me to sleep. That had become the solution I needed. Whoa, 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 what happened? Am I shrinking? Okay, wir sind jetzt in einer Art Kinderzimmer gelandet, würde ich jetzt pauschal behaupten, oder? Oder es hat zumindest Kinderzimmer-ähnliche Elemente. Fehlende Batterien sind immer ein Problem. Die ausziehbare Leiter käme wohl an die Tischplatte heran. Okay. Okay, abgefahrene Musik. Jetzt habe ich ihm die Nase geklaut. Das ist eine Antenne? Was haben wir hier? Wasser. Können wir das mit Watte kombinieren? Können wir. Jetzt haben wir nasse Watte. Okay. Können wir damit sauber machen? Okay, jetzt haben wir das hier. Fehlende Batterien fehlen hier noch. Okay, jetzt kommen wir dahin. Knopf habe ich hier noch. Da ist eine Wespe oder irgendwas. Das ist nicht so gut. Okay, jetzt kann sie sich da voll saugen und hier gucken wir mal. Ich muss ein Origami falten. Ohne Flügel wird es mit dem Fliegen nichts. Der Frosch könnte auf die andere Seite springen, aber er wird mich wohl kaum mitnehmen. Krass, das ist eine richtige Anleitung hierbei. Da ist ein Papierflieger. Das könnte man ein Flugzeug nennen, okay. Was haben wir hier? Das ist ein bisschen hoch. Okay, da müssen wir vielleicht hoch. Da fehlt ein Knopf. Ohne Knopf ist es ziemlich nutzlos. Da können wir auch nichts machen, ne? Wir brauchen einen Knopf. Ich brauche Wind, um in die richtige Richtung zu kommen. Okay. Gucken wir mal hier. Sicherheitsnadel. Ich komme dort nur durch Luft hin. Okay, wir haben jetzt das hier, einen Knopf und Dingens. Wofür brauche ich denn die Büroklammer? Ist hier noch ein Teil? Nee. Da war sonst nichts mehr. Brauche ich dich irgendwo hier? Nee, ich glaube nicht, ne? Kann ich da hinten noch was gucken? Hm, wir haben eine Büroklammer jetzt hier. Warte mal, Knopf, wir haben noch einen Knopf hier. Okay. Ich brauche eine Art von Lenkstange, an der ich mich während des Fluges festhalten kann. Können wir eine Lenkstange? Wir haben noch die Taste mitgenommen. Und vielleicht ist das Passwort irgendwo notiert. Ein Passwort, okay. Zu hoch. Kommen wir da mit dem Bleistift dran? Bisschen hoch. Ne, Büroklammer bringt mir da auch nicht weiter. Okay. Wir haben jetzt Wind. Da oben ist der Schlüssel. Mein Ziel ist es, den Schrank zu erreichen und den Schlüssel zu bekommen. Okay, können wir zufällig das hier benutzen? Ne, können wir nicht. Etwas, um sich festzuhalten. Etwas, um sich festzuhalten. Wir brauchen noch mehr. Ein bisschen zu hoch. Können wir da mit dem Bleistift nichts machen? Ich soll das eigentlich besser wissen. Wofür brauchen wir einen Bleistift? Oh, was ist das denn? Zu eng für meine Hände. Okay, Faden. Lineal. Ein neues Foto. Wir waren in den Bergen beim Zelten. Fotosammler, okay. Dann können wir das kombinieren. Enterhaken. Warte mal, Enterhaken für ein Schiff. Okay, sind wir auf dem Modellschiff. Das ist auch ziemlich abgefahren hier. Da sind Teile, die wir wieder finden müssen. Okay. Gucken
Gucken wir mal. Alles, was ziemlich auffällt. Gib mir das Steuerrad und wir können lossegeln. Okay. Was haben wir hier? Er sieht wie ein Teil einer Winde aus. Okay. Da ist noch ein Teil. 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 Der perfekte Ort für eine Schiffspumpe. Okay. Ich bin mir sicher, dass in der Luke etwas ist. Okay. Müssen wir da hinkommen. Okay, wir haben schon mal das Steuerrad. Okay, das Schiff hat sich gedreht. Krass. Okay, eine Kette ist hier noch. Die brauchen wir tatsächlich auch. Das Teil ist hier. Dann haben wir die Winde. Das können wir da hinhängen. Okay, jetzt brauchen wir noch Teile von der Pumpe. Da ist noch ein Teil. Und hier ist der Schlauch. Das müssen wir dann anschließen. Hier haben wir noch ein Medaillon. Das können wir hier einsetzen. Jetzt haben wir das Teil, jetzt können wir die Pumpe hier anschließen. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Können wir die Pumpe hier... Achso, die Pumpe kommt dahin. Okay. Jetzt haben wir das Teil und wir haben ein Feuerzeug. Können wir damit zufällig die Kanone befeuern? Oh, okay. Jetzt haben wir die Piggybank geschlachtet. Ah, ist die Taste, die wir brauchen. Interessant, okay. Jetzt brauchen wir das Passwort nur noch. Wo könnte man das Passwort notiert haben? Hier drin? Nein. Unten vielleicht irgendwie? Da. Ich komme dort nur durch Luft hin. Müssen wir da jetzt hinfliegen? Etwas, wo man sich festhalten kann? Nee. Stift geht auch nicht. Eine Art Lenkstange. Ein Lineal geht nicht, ne? Nee. Lenkstange. Ich komme nur durch Luft hin. Echt jetzt? Kann ich das Lineal nicht benutzen? Nee. Wir müssen da hinkommen. Da steht der Code. Ich komme nur durch Luft hin. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Eine Art Lenkstange, an der ich mich während des Fluges festhalten kann. Da war nichts. Konnten wir aufs Schiff zurück, konnten wir nicht. Da konnten wir nur was hin. Das bringt uns nicht weiter. Eine Lenkstange. Aber wir haben noch sonst nichts mehr. Ich kann hier sonst nichts mehr drücken, ne? Da komme ich direkt hoch. Piggy Bank. Da muss ich nochmal schauen. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen drüber jetzt hier von der Zeit her. Ich würde sagen, ich mache erstmal wieder Stopp. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal zusammenschneiden. Ich komme jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.